Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es gibt nagelneue Infos und News zum nagelneuen Modern Warfare 4 Teil, der schon in, was haben wir jetzt gerade? Wir haben ja schon fast April, also das sind vielleicht noch so 5 Monate, je nachdem wann sie es genau releasen, dann ist der Teil schon da. Das heißt, wir haben mehr als die Hälfte des Jahres für Black Ops 4 jetzt schon hinter uns. Aber es gibt einige neue News, die heute publik geworden sind. Das sind aktuell noch Gerüchte mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 70-80%. Das ist einmal der Matthew und einmal, den anderen Namen kenne ich gar nicht, von Gaming Intel. Die sind auch unten verlinkt einmal für euch. Sind ungefähr genauso seriös wie Charlie Intel. Ich würde sagen, ein kleines Stück weniger, aber auf jeden Fall Infos, die uns absolut jetzt irgendwie nochmal ein neues Bild für den neuen Modern Warfare Teil geben können. Da möchte ich gleich drauf eingehen. Ihr werdet erfahren, was in dem Ganzen dazu kommt. Erstmal für alle wichtig natürlich, Modern Warfare 4 wurde angekündigt vor einigen Tagen auf Twitter, dass ein Battle Royale Modus mit inbegriffen sein soll und dass es ja keinen Multiplayer für MW2 gibt. Jetzt hat sich da aber einiges bei verändert. Die Spezialisten, die in Modern Warfare 4 ja auch da drinne sein sollten, sind laut dem neuesten Gerücht nicht mehr dabei. Genauso wie der Battle Royale Modus, der nicht mehr dabei ist. Ob das eine Entscheidung von Infinity Ward ist oder von Activision, kann ich hier nicht sagen. Von Activision wäre es aber sehr, sehr schlau, dass man Blackout als erstmal alleinstehenden Battle Royale Modus in dem COD drinne lässt und dafür Modern Warfare 4 das Ganze nicht noch mit hinterherhaut. Das würde die Playerbase ja nur wieder um einiges verkleinern. Was jetzt aber geleakt wurde, ist, dass Modern Warfare 4 keine Spezialisten beinhaltet, weder wie in Black Ops 3 noch wie in Black Ops 4. Wäre aber auch sehr, sehr untypisch für einen Modern Warfare Teil, wenn sie tatsächlich Spezialisten mit drinne hätten. Die zweite Info, die wirklich, wirklich wichtig ist, relativ einfach: Es gibt keinen Battle Royale Modus. Der Battle Royale Modus ist nicht im Modern Warfare 4 Teil mit drinne. Da muss man jetzt eins zu bedenken. Ihr seht ja gerade hier, was Black Ops 4 an, ich sag mal, Fehlern gemacht hat und gerade dabei ist, was Spezialisten angeht und Kampagne und Zombies, das alles aufzuarbeiten. Black Ops 4 hat, wir kommen gleich noch zu den neuesten, nach wie vor Neuigkeiten für MW4. Black Ops 4 hat, beziehungsweise Treyarch, in den letzten Wochen einiges geändert, was mittlerweile besser ist als vorher. Unter anderem sind die Server wirklich auf einem besseren Stand als vorher. Die Hit Detection funktioniert endlich gut. Dazu kommt, dass man endlich grundlegende Dinge, die in ein jedes COD gehören und eigentlich noch nie anders waren, endlich umgeswitcht hat. So unter anderem das Kill-Limit bei TDM. Das ist jetzt von 75 endlich nach 3 Versuchen auf 100 erhöht worden. Genauso Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt ist jetzt auch endlich da erhöht worden, wo es hingehört. Ich glaube auf 75 mittlerweile. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass man ein COD macht, wo Team Deathmatch, was immer ein Modus war, der bis 100 geht, gerade weil man ihn bei 6 gegen 6 ja auch hier spielen kann, dass der bei 75 endet. Es gab einige Beschwerden darüber, dass der Modus bis 100 immer zu lange dauert, aber das ist auch unsinnig. In einer normalen Runde, wenn ich TDM spiele, bin ich bei 100 Kills circa in 6 Minuten durch, wenn ich alleine spiele. In 6 Minuten. Und selbst wenn es vielleicht Leute gibt, die nicht ganz so gut sind, der Modus geht allerhöchstens immer 10 Minuten. Ein neuer Modus, der jetzt mit dem No Specialist Modus rauskommen soll demnächst, wurde schon bekannt gegeben, ist ein TDM Modus, wo es nicht mehr nach Kills geht, also nicht nach 75, 90, 80 oder 100 Kills aufhört, sondern welches Team nach einer gewissen Zeit die meisten Kills hat. Das heißt, man kann theoretisch auf 50 zu 20 zurückliegen und vielleicht 100 zu 80 zurückliegen, solange man nach der bestimmten Zeit, das können 5 Minuten sein, 10 Minuten sein, 15 Minuten sein, solange man nach dieser Zeit mit seinem Team führt. Das ist eine coole Neuerung, auf die ich mich schon wirklich seit langem eigentlich freue. Ich habe mir immer gewünscht, dass so irgendwas mal kommt, weil es einfach mal den ganzen Modus TDM etwas, ich sag mal, aufrundet, abändert. Bei MW4 aber ist eine wichtige Info, und zwar MW-Teile hatten bisher ja noch nie Zombies. Es wird im neuen MW-Teil auch keinen Zombies geben.
Das kann ich euch jetzt schon sagen, das ist heute bestätigt worden. Die Gerüchte sind zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber ihr könnt davon ausgehen. Zumal MW hatte noch nie Zombies. Dafür gibt es einen Koop-Modus und dieser Koop-Modus gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen Zombie-Erfahrung zu sammeln. Wie genau das ablaufen soll, kann ich nicht sagen, habe ich noch nie von gehört, noch nie gesehen, ist aber ganz interessant. Eine weitere Info, die wir für MW4 bekommen haben. Wir werden die Maps und einige Waffen aus MW2 und MW3 in MW4 mit drinne haben. Ich vermute, das ist jetzt nur meine Vermutung, MW2 Remastered ist ja nur die Kampagne mit drinne. Dass wir als Bonus dazu, weil wir in MW2 Remastered ja nur die Kampagne spielen können, nicht den Multiplayer, dass wir dafür die Waffen aus MW2 in den Multiplayer in MW4 bekommen. Dass es so kommen soll, ist bestätigt. Welche Waffen und welche Maps ist noch nicht bestätigt. Infinity Ward scheint da aber an etwas richtig Großem zu arbeiten. Und ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, dass wir einen richtig coolen Teil bekommen, wenn genau das gemacht wird, was die Community seit Anfang von Black Ops 4 sagt. Nämlich kein Battle Royale Modus, kein Spezialistenbonus. Wie das Ganze nachher mit Mikrotransaktionen aussieht, ist natürlich wieder eine komplett andere Sache. Ich kann hier an diesem Punkt nicht sagen, ob es Mikrotransaktionen gibt, wie diese nachher aussehen werden. Ich vermute, dass es wieder welche geben wird für Skins, für Aussehen, für Tarnung, für alles. Das ist einfach das Geschäftsmodell von Activision und da lassen die sich auch nicht bekehren. Aber wir haben zumindest schon mal, ich glaube, für viele von uns die wichtigsten Infos, die man sich für den neuen Teil wünschen kann. Wir kriegen keinen Battle Royale Modus, wir haben keine Spezialisten, wir haben bekannte Maps und bekannte Waffen aus dem MW-Universum. Infinity Ward wird da was richtig Schönes hinhauen und das Ganze wird in weniger als einem halben Jahr bei uns in den Konsolen schon drinne sein. Wie und wann wir die ersten Trailer bekommen oder nähere Infos vom Publisher, also von Activision und Infinity Ward jeweils, das ist noch eine Frage, die bleibt aktuell offen. Da kann ich euch leider nicht viel zu sagen. Wenn wir uns jetzt angucken, was der Lifecycle von Black Ops 4 für uns parat hält, kann ich euch auch schon Ausblick geben auf die nächsten Wochen. Jetzt noch im März wird, das ist mittlerweile sicher, der neue Modus No Specialist Barebone, wie ihr ihn nennen wollt, veröffentlicht werden. Das wird erst eine Featured Playlist sein und sollte diese Featured Playlist gut ankommen bei der Community, wird sie fest übernommen. Das heißt, ihr spielt ein COD wie in früheren Tagen. Ohne Spezialisten, etwas langsamere Fortbewegung, etwas weniger Speed im Gameplay. Einige Streaks sind rausgenommen, es sollen wohl ein, zwei Änderungen dazu kommen, weil man ja dann zum Beispiel kein Crash, kein Recon und sowas hat. Wie genau das aussehen wird, ist nach wie vor offen, aber sie machen ein großes Geheimnis draus. Ich glaube also, wir können uns auf einiges da freuen. Es wird ein Gameplay sein, so wie man das aus älteren COD-Teilen kennt. Als Beispiel nehme ich hier einfach mal Black Ops 2. Da hatte man auch ein Boots on the Ground, es war trotzdem, das Movement war gut, das Spiel war schnell, es gab keine Spezialisten. Also wirklich BO2, ich glaube 88% der Community sagen, BO2 war das beste COD-Game aller Zeiten. Und danach kommt wahrscheinlich einer der MW-Teile, wahrscheinlich MW2 oder MW3. Das wird auf jeden Fall demnächst kommen. Dazu kommt der neue TDM-Modus, der mit einem Zeitlimit statt einem Kill-Limit dazukommen soll. Die Operation Grand Haste läuft jetzt noch 43 Tage. Wir haben jetzt ja aktuell Double XP, Double XP im Schwarzmarkt, Double Tiers bei Blackout und. Sobald diese zwei Tage abgelaufen werden, das ist Montag glaube ich, bekommen wir am Dienstag ein kleines Hotfix-Update. Da haben sie sich jetzt schon dran gemacht, dass sie den Thrasher noch einmal verbessern wollen. Was ich sehr extrem finde, weil ich finde, dass der mittlerweile sehr, sehr gut ist. Und Gott sei Dank, Gott lobe den Herrn, es soll endlich gefixt werden, dass man, wenn man im Menü ist zwischen zwei Runden, andauernd das Problem hat, dass man Klassen nicht mehr ändern kann, weil es durchgängig laggt. Das ist eines der anstrengendsten Sachen, die ich in diesem Spiel bisher gesehen habe. Und wirklich mehr als nur anstrengend. Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Dazu bekommen wir eventuell noch im März, das ist nicht sicher, da kann ich nichts Genaues zu sagen, eine neue Sniperwaffe, die M14-1 oder sowas. Ich bin mir beim Namen nicht ganz prozent sicher. Die wird auf jeden Fall auch noch kommen. In welchem, ich sag mal, Umfang, das kann ich nicht sagen. Ob das nachher über ein neues Contraband-Stream ist, ob das über ein neues Event ist, darüber habe ich keine Info, aber eine neue Sniper kommt auf jeden Fall.
Und während wir diese neue Sniper bekommen, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir vielleicht noch ein neues Sturmgewehr bekommen. Die SWAT ist schon ein bisschen her. Die neue MP ist zwar mit drinne, aber die gibt es erst bei Level 100. Und ein Sturmgewehr wäre mal eine passende Abwechslung. Das sind auf jeden Fall die neuesten Sachen, die wir jetzt in Black Ops 4 bekommen. Plus die neuesten Gerüchte in MW4, die mit drinne sein werden. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich auf den neuen Teil. Ich habe aber auch meine Bedenken. Ich habe mich nämlich auch auf Black Ops 4 extrem gefreut. Jetzt aktuell mit den Änderungen, die sie am Gameplay gemacht haben, die sie an TDM gemacht haben, die sie mit Fraktur gemacht haben, kann ich es aktuell auch tatsächlich genießen. Ich habe also tatsächlich Spaß derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder kann ich? Ich freue mich ja, denn ich liebe eigentlich Black Ops 4. Und ich, der einzige Grund, warum ich über so vieles da immer mecker, ist der... Wirklich ist die Erwartungshaltung und da sind wir uns, glaube ich, einig, vieles hat bisher nicht gut funktioniert. Ob es jetzt besser wird, wir werden es sehen. Das soll es auf jeden Fall von mir gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, Leute, was haltet ihr davon? MW4 ohne Spezialisten, ohne Battle Royale. Gefällt euch das oder würdet ihr euch die Spezialisten zurückwünschen? Ich werde mir alles angucken. Lasst gerne ein Like da, ich würde mich freuen. Ich bin raus für heute, haut rein.